Hallo und willkommen zurück zu Deliver Us the Moon. Ja, Junge, 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 was war das bitte für ein mega sensationelles Spiel? Also es hat mir echt super Laune gemacht. Ehrlich, es ist echt schade, dass es schon vorbei ist. Und weil es so schade ist, dass es schon vorbei ist, habe ich mir überlegt, wir gucken mal, dass wir das Ganze hier in so einem kleinen Special auf 100% kriegen. Ich meine, wir haben ja hier Raumstation, ne? Da fehlt uns ja noch eine Nachricht, ne? Irgendwo fehlt hier uns noch, also bei diesen drei Sachen fehlen uns noch ein paar Sachen. Also drei Datenbanken quasi. Und wir wissen eigentlich, was passiert. Es passieren keine Gefahren, wir haben keinen Zeitdruck. In den seltensten Fällen haben wir mal Zeitdruck, wo ein kleiner Countdown läuft. Deswegen würde ich einfach nochmal gucken, ob wir die letzten Datenbanken finden. Das sind die letzten Einträge der Datenbank. So, dieses Level, möchtest du wirklich hier beginnen? Pearson Space Station. Astro-Tool-Fortschritt und entriegelte Level bleiben erhalten. Jawohl. Möchten wir. Gucken wir mal, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh. Oh Gott, irgendwas ist hier am Sound. Start Audio Engine. Ah ja, jetzt höre ich alles gut. Okay. So, verschlüsselte Nachrichten. Oh, wir brauchen die auch. Wir brauchen die auch. Gut, das haben wir ja alles, ne? Da, was fehlt uns? Wir sind Pearson. Das hier irgendwo? Halt, stopp. Hier oben. Verschlüsselte Nachricht. Achso, nee, das ist komplett. Das ist komplett. Nee. Hier. Nicht entdeckt. Die Johansson-Familie. Irgendwas fehlt. Mutterlos. Leeres Raketenmodell. Irgendwas haben wir hier übersehen. Achso. Ach ja. Ich erinnere mich. Wir müssen erstmal landen. Ich erinnere mich, wir müssen andocken. Ich höre mal auf, Gas zu geben. Ich gucke mal jetzt nur, dass ich hier ein bisschen korrigiere. Dass wir hier nicht ganz so reinkrachen. Ich meine, es steht nirgendwo, was für eine Geschwindigkeit ich haben soll. Aber das sieht gut aus, oder? Das sieht doch richtig gut aus. Ja, komm. Haben wir schon mal geschafft. Kriegen wir hin. Sauber. Bodenkontrolle an Fortuna One. Sie müssten jetzt Pearson erreicht haben. Der Sturm hat unsere Instrumente beschädigt. Wir können Ihre Position nicht erfassen und keine Nachrichten empfangen. Aber wir können Fluktuationen im MPT-Netzwerk erkennen. Wenn Sie das hören, erreichen Sie das Kontrollzentrum, finden Sie den Fehler in der MPT-Verbindung und bringen Sie sie wieder online. Viel Glück da oben. Ah ja, gut. Und was mir noch eingefallen ist, da wir ja wirklich wieder auf der Pearson Raumstation sind, achtet mit mir mal drauf, darauf, ob das wirklich, weil ich habe sie nicht erkannt, ob das wirklich Gronks Stimme ist, also Eriks Stimme ist.
Mir für meinen Teil ist es gar nicht aufgefallen und ich gucke ihn eigentlich regelmäßig. Aber ich habe die Stimme null erkannt. Achtet mal drauf. So. Ja. Pearson Raumstation, 2059, 5 Jahre nach dem Blackout. Ja, genau. Wir müssen in die Station und müssen irgendwelche Aufzeichnungen finden. Also wir wissen ja eigentlich, was zu tun ist, ne? Ist ja relativ einfach. Wir haben keinen Sauerstoff, das weiß ich. Dafür, dass ich weiß, was ich machen muss. So, und den erstmal einverleiben. So, sobald wir Sauerstoff haben, gucken wir mal ganz genau, ob wir irgendwo eine Aufzeichnung finden. Ach, und wisst ihr was? Ich habe heute Morgen, also wir haben jetzt, was haben wir, 10.11 Uhr. Ich habe heute Morgen, Deliverers Mars gekauft. Und das kommt im Anschluss, kommt es direkt nach Deliverers the Moon. Entschuldigung, es war gerade ein bisschen voll konzentriert, so ein bisschen. Ich musste hier noch ein bisschen. Lasst uns ganz kurz das Ding neu starten. Alles klar, sauber. Schön. Gut. Alles klar, jetzt haben wir Sauerstoff. Also, ganz kurz. Ich habe, nachdem ich ja gestern Spiel beendet habe. Es waren ganz schön viele Ass jetzt hier. und schon wieder eins. Ich habe ja gestern Deliver Us the Moon fertig aufgenommen. Heute machen wir das Special. Wir holen noch die restlichen Fragmente der Datenbank, die uns fehlen. Ich würde nämlich ganz gerne diese Aufzeichnung hier, diese verschlüsselte, ich würde die gerne komplett hören. Ja? Und fühle mich auch ein bisschen besser, wenn wir es auf 100% haben. Und wenn wir das haben, setze ich mich direkt an Deliverers Mars. Weil ich habe gelesen in der Beschreibung, dass... Warte, ich gehe mal gucken, dass ich was Falsches erzähle. Ich gehe mal gucken, wo ist es? Hallo, Epic. So, lasst uns mal... ganz kurz gucken. Deliverers Mars. Jo ist in deiner Bibliothek, das weiß ich. Deliverers Mars ist ein atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer, das dich auf eine spannungsgeladene, riskante Mission nimmt, um die Arche-Kolonieschiffe zu bergen, die vom mysteriösen Outward gestohlen wurden. Das heißt für mich, die Story geht direkt weiter. Weil ich weiß ja noch gar nicht, was Outward ist, warum die irgendwann den Glauben an die Sache verloren haben. Ja? Warum haben sie irgendwann gesagt, hier die Energie, das reicht nicht aus? Wie sind die auf diesen Trichter gekommen, auf diesen schmalen Ast, dass sie gesagt haben, hier die Energie, die wir hier herstellen mit dem MPT, das reicht nicht und wir müssen da was Eigenes machen und so. Versteht ihr? Das ist F-Inter... Ja, okay, gut. Gut. Also, ne? Das ist mir gestern so, nachdem ich das Ganze nochmal ein bisschen habe Revue passieren lassen, ist mir das noch eingefallen. Ich weiß ja gar nicht, so von der Story her, warum haben die sich so verhalten, wie sie sich verhalten haben?
Das ist... Autsch. Und das ist, ja, das würde ich, das hätte ich gern gewusst. Also, ne? So. Ja, ich weiß, wo wir lang müssen, aber wir müssen... Warte mal, ich muss mal gucken. Wir gehen mal hier durch. Welche ist denn das? Welche ist denn das jetzt hier? Warte, bevor wir da durchfliegen. Ist das Mutterlos? Mutterlos Claire's? Das müsste doch... Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Copernicus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Denkt dran, Sarah. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Wenn ihr bis dahin nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit, Rolf? Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluckauf. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex, beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1. Abstieg läuft. Ich sitze hier mit offenem Mund. Ihr könnt das leider nicht sehen, aber ich sitze hier mit offenem Mund. Jetzt, wo ich weiß, dass Rolf von Kronk gesprochen wird, erkenne ich ihn. Da erkenne ich ihn. Das ist der Hammer. Cool. So. Ich habe jetzt mal eine Frage. So eine, ne, berechtigte. Wir sind hier, der Blackout, der Abstieg, aber mir fehlt hier diese Aufzeichnung? Ich habe das doch ausgewählt, das Richtige, oder? Ich habe das doch. Ich habe doch das Richtige ausgewählt. Also, schön Augen auf. Schön Augen auf. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir hier wirklich das Richtige... Was... Ach so, jetzt ist das hier... Ah, okay. Ja, das, ich wollte mal gucken, was da passiert, wenn wir das hier so machen. Das letzte Mal habe ich nämlich gedacht, beim ersten Durchspielen, wir öffnen die Scheiben, was ja völliger Blödsinn wäre. So, ich weiß, wir müssen da lang. Aber ich möchte nichts unversucht lassen. Na, wir machen das jetzt mal alles hier zu. Ja, 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 ja. Ja, zu damit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwelche Aufzeichnungen finden, oder? Achso, er ist zu. Okay. Hallo. Ich bin's. Ich bin's. Gut. Das war jetzt nur ein bisschen Spielerei. Jetzt geht's weiter. Wir müssen hier durch. So. Ich habe keine Ahnung, wo diese Aufzeichnung sein soll, ne? Das ist halt so eine Sache. Ich habe das noch nicht so ganz... Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo rumfliegt. Wir müssen echt zu den Crew-Quartieren. Würde ich mal behaupten. Hier Schlafquartiere. Hier habe ich es mit Sicherheit irgendwo übersehen. Was ist hier? Psst. Da sind die Crew-Quartiere und da komme ich nicht rein, ne? Ich sehe aber auch nichts. Schade, schade. So. Und hier rein. Da seht ihr, also das ist... Naja, kennen wir ja schon, ne?
Ace A loben. Das haben wir jetzt beim ersten Mal gar nicht gemacht. Oh. Danger Electrical Shock Risk. Do not tamper with hardware or drives. RSA Behavior Update 2.0. Okay. Ja, ja. Manipulieren Sie nicht den Hardware oder die Treiber. Ja, ja, okay, gut. Das haben wir gar nicht gemacht beim ersten Mal. Oh. Interagieren. Okay, ja, nee, das ist ja die E-Mail. Ne? E-Mail? Was hatten wir hier noch alles? Ich bin ja aber auch bei Sarah, ne? Warum sollte Sarah von der Familie Johansson irgendwelche Zettel und Nachrichten haben? Aber möglich ist alles, ne? Möglich ist alles. Bim, bim. Nein, das Buch darf ich nicht lesen. Das haben wir gelesen. Ja. So, also wir sind Rolf. Remind me, 2593. New Code ist 2593, jawohl. Das wissen wir. Ich bin eine der wenigen überlegenen Hügens Kryoschlaffunktion. Ah, ach, so, die Maria Gonzalez. Die Maria Gonzalez. Ach, das ist hier das Bauteil. Was wir in dem Holo haben. Ach, warte, stopp. Halt. Das ist doch. Haben wir es nicht? Claire's Raketenmodell. Wo haben wir das denn gefunden? Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob wir das Richtige ausgewählt haben. Hab ich das Richtige ausgewählt? Ich weiß es gerade gar nicht. Gucke ich jetzt gleich nochmal. Und dann, ja, gucken wir mal. Was waren das? 2593, ne? Ne, 2539. 2539. So. Wir haben doch hier alles angeguckt, oder? Der Mond. Hallo. Die Verbindung des Mondes mit den Menschen. Können wir nichts machen. Gehen Sie niemals ohne raus, ja. Ach, warte mal, die haben doch alle hier gesessen, ne? Warte, die haben doch alle hier gesessen. Wer sitzt denn hier? Keiner. Cool. Inspizieren, ne, das haben wir schon inspiziert. Hier haben wir bestimmt auch schon was abgerissen. Hello, way, Systems Engineering, okay. Ja. Achso. Hm. Ja, ich muss erst ans Terminal. Okay. Ich weiß wirklich nicht, ob wir hier richtig sind. Aber. Das erklären wir doch in der nächsten Folge. Ne? Ich mache das jetzt hier noch, MPD-Diagnose. Und dann, ja, Mondbasis kontaktieren. Jawohl. Okay. Alles klar, jetzt geht es auf. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Dabei seid.
glaube, ich mache mir nochmal einen Kaffee, damit ich hier richtig funktioniere im Kopf. Alles klar. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder mit einschaltet und wir die letzten Geheimnisse hier noch lüften. Vielen Dank fürs Zuschauen.